Der Startschuss fiel und alle Pferde preschten auf einmal los. Auch Tom rannte los, denn er hatte keine Lust, allein auf der Bank zu sitzen. Er verfolgte sie, auch wenn sie viel schneller waren als er. Tom rannte und rannte, so schnell er konnte. Beim Waldrand rief ihm der letzte Junge noch zu, er solle nach Hause gehen, es wäre zu gefährlich im Wald. Aber Tom ließ sich nicht beirren. Er lief weiter. Er blieb stehen im Wald. Da stand er nun, mitten im dunklen Wald, ganz alleine, und er fürchtete sich. Ja, also ich spiele auch mit den Ängsten, mit den Emotionen. Das finde ich auch wichtig. Ein Kind hat alleine im Wald nichts verloren. Das möchte man ganz deutlich sagen. Zum Schutz der Kinder. Wir sind nicht in einer sicheren Welt im Moment. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Aber ganz besonders sind die Kinder gefährdet in jeder Beziehung. Ist egal wirklich wo. Und man lässt die Kinder nicht allein. Im Wald schon gar nicht. Also gut, aber er fürchtet sich und da spiele ich wieder mit der Fantasie. Und wie ihr jetzt gerade sehen könnt, ich schreibe für beide Generationen, also für Kinder, weil ich das nicht verloren habe, wie sie denken, wie sie fühlen, weil ich es nicht vergessen habe, selber Kind, quasi noch lebendig und trotzdem erwachsen. Das heißt, ich kann für beide, auf beiden Ebenen ansprechen. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, ein Kind lässt man nicht alleine im Wald. Das ist Erwachsenenebene. Aber jetzt versucht es mal mit mir, euch in diese Szene zu versetzen. Ihr rennt eigentlich nur dem Pferd nach. Diesen, ich will auch mit dabei sein. Und dann landest du irgendwann im Wald. Bist alleine und die Bäume, die sehen ja für diese Kinder nicht aus, wie wir sie sehen. Und das kann ich euch sagen, die sehen sie völlig anders. Ich male mit Kindern. Und wenn die Bäume malen, malen die ganz andere Dinge. Ihre Welt sieht ganz anders aus. Und ich zensiere da null. Ich stelle mir eher noch schützend vor das Kind hin und sage, hallo, das muss kein Illusionsmaler sein und es muss keine Fotografie wiedergeben in Malform, sondern es hat seine Fantasie wiederzugeben und da schauen die Bäume völlig anders aus. Und im dunklen Wald kann so ein Ast oder so ein Baum oder so mehrere durchaus angsteinflößend sein, das sind wie kleine Monster. Und diese ganzen Rinden und Wucherungen, die mir gar nicht mehr sehen, die sehen das noch. Und das hat für sie so was Märchenhaftes wie Gestalten, wie Wesen. Also auf jeden Fall ist ihnen mehr wie unheimlich. Das heißt, ich bringe ihn hier bildhaft in die Angst rein. Dieser dunkle Wald, was auch immer da ist, ist nicht ganz in Ordnung, wenn man dort alleine ist. So, ich sprich mit Bildern, aber ich sprich vor allem Emotionen an, die sie haben. Und das ist eine gesunde Angst, die sie da haben. Man geht nicht allein in den Wald. Das spüren die Kinder, die haben also Intuition. Das nennt man was, das ist gesund. Alleine dorthin zu gehen, ist ungesund. Und das ist ein Gefühl, das sagt es ihnen ja. So gut, und ich spiele jetzt mit dem, weil um Emotionen zu lenken, muss sie natürlich auch sie verwenden in der Geschichte. Und übrigens, ich habe das nicht gelernt theoretisch, sondern ich mache das auch intuitiv, aus meinem Gefühl heraus. Und schon so lange, dass es einfach richtig ist. Das muss ich nicht mit dem Intellekt machen. Das ist besser, so auf diese Art zu erzählen. Das verstehen die Kinder nämlich besser. Also gut, bis zum nächsten Video. Ich sage es, wie es weitergeht.